lieber Herr König, lieber Herr Fricot, liebe Freundinnen und Freunde der Collection Regard, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem neuen Salon Photographique. Soyez les bienvenus. Es ist schön, dass Sie da sind und wieder mal eine schöne Mischung aus fotointeressierten Fotografen, Kuratoren, Institutionen, ehemalige Schüler und Freunde zusammengekommen sind. Mit einer Sprache kann man auch Gedichte schreiben und da möchte ich an das sehr schöne Bild, was Herr Fricot in seiner Ansprache bei der Eröffnung benutzt hat, erinnern. Er hat nämlich gesagt, dass eine Ausstellung wie ein Gedicht ist, in dem die Fotos Worte sind, die in ihrer Hängung zueinander passen und am Ende einen zusammenhängenden Ensemble bilden. Antonio Panetta hat diese vielen Fragmente ausgesucht und aufgehängt und ich möchte mich für diese gelungene Hängung noch einmal bedanken. Es ist eine große Ehre und Freude, dass Janosch Fricot der Gesprächspartner für Rainer König heute ist. Der ehemalige Leiter der fotografischen Sammlung der Berlinische Galerie, außerdem Fotohistoriker, Kurator, Autor und Herausgeber, wurde auf das Werk von Rainer König schon 1977 aufmerksam. So ist es eine wunderbare Fügung, dass er den schönen Text des Kataloges geschrieben hat. Der Text heißt Das Auge des Architekten. Er kennt, und das ist sehr wichtig für den heutigen Gespräch, Rainer König schon, wie gesagt, seit vielen Jahren. Und so können wir uns heute Abend auf einen fundierten Austausch freuen. Herr Fricot, ich möchte mich bei Ihnen an dieser Stelle schon... Ich möchte mich schon an dieser Stelle für Ihre Moderation bedanken. Nach dem Gespräch können wir den Austausch im Sinne eines Salons weiterführen. Ich wünsche Ihnen alle einen schönen Abend. Ja, lieber Rainer König, ich finde es wunderbar, dass wir hier zusammensitzen. Das hätte ich vor einiger Zeit noch nicht gedacht, aber diese späte Entdeckung Ihres Werkes ist, finde ich, was ganz Grandioses. Also manche Leute wussten, was sie machen, aber auch ich wusste nicht von dem breiten Zusammenhang, den Sie fotografisch geschaffen haben. Das ist viel mehr, als ich dachte. Erzählten Sie mir, dass Sie im Herbst, also ein halbes Jahr nach Kriegsende, nach der Kapitulation, schon mit dem Studium der Architektur begonnen haben. Ja. Und soweit ich weiß, war die Hochschule damals in der, ich weiß nicht, wo hieß sie damals? Bundesallee. Heute heißt sie Bundesallee. Damals fast noch Kaiserallee. Kaiserallee, genau. Und vom Kaiser zum Bund, ja. Und dann haben Sie ein regelrechtes Architekturstudium dort gemacht und haben in dieser Zeit aber noch nicht fotografiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ging erst los, als Sie dann mit dem Studium fertig waren und in Architekturbüros begannen zu arbeiten und sich auch eine Kamera leisten konnten. So ist es, ja. Und die erste Kamera diente wozu? Was haben Sie als erstes gemacht? Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mich umgeguckt und habe gedacht, ach, das ist die Jutta-Häuse. Ja, macht man ein Foto. So harmlos war das. Ja, und dann habe ich also angefangen, die Bilder kritisch zu betrachten. Ich habe sie erst entwickeln lassen und Vergrößerungen machen, also das Postkartenformat, damit es nicht so teuer wird. Und habe dann gemerkt, dass die Negative anders aussehen als die Positive, die sie mir liefern. Die kannst du nicht machen, da musst du selber ran. Dann habe ich also angefangen, Filme zu entwickeln, habe angefangen, wieder ein paar Jahre später Fotovergrößerungen zu machen selber. Und ja, also als Laie habe ich mir alles angewöhnt von... Das wollte ich fragen, als Autodidakt, also Sie haben keine Lehre irgendwo gemacht, oder? Nein, ich bin erst sehr spät dann, da war ich schon Fachstudienrat, da bin ich in einen Abendkurs gegangen, um mit der Großformatkamera umzugehen. Ja. Ja, das war dann sehr hübsch, stand ich im Abendkurs, Studienrat.
Das, was Sie gemacht haben, war ja im Grunde genommen eine handwerkliche Ebene vermitteln. Ja. Und mir scheint, dass zur Kunst eigentlich eine ganze Menge Handwerk gehört, auf jeden Fall zur Fotografie. Wie zu allem. Für mich ist Fotografie eine grafische Kunst und die grafischen Künste wollen gelernt sein. Also auch ein Radierer muss ja lernen, wie er das macht oder jemand, der Druckgrafik macht. Ja. Und das war, glaube ich, Ihre Aufgabe dann, diese technische Seite der Fotografie zu vermitteln. Das hatte ich auch ausdrücklich gemeint. Als die Schulen zusammengelegt wurden, 1970 war das, da konnten die Professoren, ich war dann auch Professor, konnten die Professoren also wählen, was für ein Fach sie vertreten wollten. Und ich bin dann also in dieser Abteilung geblieben, der früheren Meisterschule fürs Kunsthandwerk, und habe gesagt, für die Leute hier mache ich Fotografie. Die können sie brauchen. Jeder hat irgendwas gemacht, ob es der Töpfer war oder die Modeklasse, die Kleidung gemacht hat. Die wollen alle was fotografieren, die wollen Bilder haben, die sie vorzeigen können. Und habe dieses dann also da eingeführt und bin als Professor dort geblieben. Das, was hier hängt, ist so reichhaltig und ist von einer so durchgängigen Qualität auf zwei Ebenen zunächst mal. Das eine ist die Ebene der Bildgestaltung und insofern, Marc Barbé hat es angesprochen, das Auge des Architekten ist genau richtig. Man merkt durch alle Bilder eigentlich durch einen konstruktiven Blick. Ja, so wie ein Architekt ein Gebäude sieht und möglicherweise das Weite sucht, weil er sagt, das ist statisch so ungeschickt gemacht, es kippt gleich um. Und man kann auch Bilder so ungeschickt aufbauen, dass sie irgendwie von der Wand fallen. Und das ist die eine Seite. Die andere ist, die mich immer wieder frappiert. Ich bin also ein absoluter Fan der feinen, differenzierten Dunkelkammerarbeit, gerade im Schwarz-Weiß. Und das ist alles so unglaublich gut, was hier hängt. Das müssen Sie sich mal mit der Lupe angucken. Und diese Arbeit haben Sie wann gemacht? Haben Sie immer, wenn Sie fotografiert haben, wenn Sie von einer Aktion sozusagen, von der Kampagne Altmühltal zurückgekommen sind, sofort entwickelt und vergrößert oder immer erst später? Nee, möglichst sofort, damit ich sehe, was ich habe. Ja. Ja. Ich glaube, Panetta wird das bestätigen können. Diese Ausstellung war halt auch gut zu machen, aufgrund dieses reichhaltigen Archivs, ne? Dass man da einen Blick werfen kann. Ja, das hat mich sehr fasziniert. Also, wir hatten immer die Möglichkeit, auch über die Bilder zu sprechen. Ja. Herr König hat viel erzählt und ich war oft da und er war immer dabei. Ich habe nicht allein die Bilder ausgesucht. Ja. Wir haben das zusammen, so diese Mappen, wo die positive aufbewahrt. Das heißt, die Vergrößerungen sind dann, also mich interessiert es, ich war halt früher auch Archivar in einem Museum. Ja, es gibt so eine, drei Ebenen dann. Eine ganz präzise Struktur in positiver Schiff. Natürlich gibt es auch ein Negativarchiv, die chronologisch eingeordnet ist. Ja. Und das Positivarchiv ist eher thematisch angeordnet. Mhm. Und in dem Positivarchiv gibt es grundsätzlich Bilder, die im Format einer Mappen, so eine DIN A4 sozusagen, aufbewahren. Aber natürlich gibt es auch größere Formate, die also woanders archiviert werden. Ja. Und in diesem Archiv gibt es wirklich Themen, so wie in einer Bibliothek. Ich habe versucht, so viel wie möglich, weil aus reinem Interesse, weil ich habe so eine Vielfalt an Bilder gesehen, dass ich wollte mich nicht unbedingt an Berlin begrenzen, weil diese
Mission. Der König hatte mir erzählt, also ich konnte nicht in der Umgebung von Berlin fotografieren, ja. Deswegen musste ich auch weg. Und das, dieser Moment war auch wichtig in sich. Ja. Und deswegen habe ich auch diese Serie, die sehr systematisch und auf eine lange Raumzeit, Zeitraum geforscht wurde, gezeigt. Ja. Finde ich sehr gut, denn Sie haben mir ja auch erzählt, Altmühltal, dass es einmal die Landschaft war, aber auch die Technikgeschichte, die Sie natürlich fasziniert hat. Und die Bilder, von denen wir hier sitzen, geben einfach einen sehr guten Blick zu dem Griff, den Sie als Fotograf machen, wenn Sie sich ein Thema vornehmen. Das muss ich dokumentieren, das muss ich fotografieren. Was ist hier los mit den Bauten? Und dann bin ich den ganzen Kanal abgewandert. Das war eine schöne Ferienzeit. Da bin ich von Telheim an der Donau nach Bamberg gelaufen. Ich habe überall fotografiert, alles Mögliche, was da kam. Ich habe also eigentlich nur immer geguckt, was ist denn das jetzt da? Ach, das ist aber schöner. Das ist ein ziemlich frühes Foto aus der Zeit. Da bin ich in Nürnberg ausgestiegen, weil in Nürnberg ein großer Hafen bestand und wollte mir den mal angucken, wie der aussieht, was da ist. Und bei dem Spazierengehen durch den Hafen habe ich dann dieses Schleusentor gesehen und die Konstruktion dazu. Ja, das sieht ja gut aus. Gerade weil Sie auf dieses Foto kommen, das ist natürlich viel mehr als eine reine Dokumentation. Also das könnte man auch als ein Stillleben, ein technisches Stillleben aus der Bauhauszeit sehen. Ja? Also wenn ich mir so bestimmte Arbeiten aus der Ecke von Peter Hans oder sowas angucke, aus diesen Klassen am Bauhaus, dann ist das nicht so weit weg. Und das Erstaunliche ist, Sie haben ja sich nicht mit Geschichte der Fotografie beschäftigen können, weil die ja im Grunde genommen noch gar nicht geschrieben war, die gab es nicht. Ne? Das heißt, es kommt alles aus Ihnen selbst und nicht aus irgendwelchen angeflogenen, hier was gesehen, da eine Ausstellung. Ich habe das gesehen und ich darf so sagen, es hat mich angesprochen. Ja, und dann habe ich ein Foto davon gemacht, habe mich jetzt so hingerichtet, wie ich es haben wollte. Ich meinte, jetzt ist es richtig. Ja. Haben Sie bei solchen Bildern schon an Ausstellungen gedacht oder sind die entstanden, weil Sie wussten, es gibt eine Ausstellung? Also ich will darauf raus, dass Sie für heutige Begriffe ein ganz merkwürdig bescheidener Mensch sind, der offensichtlich nie rumgelaufen ist, ey Leute, ich bin wichtig, ich brauche eine Ausstellung. Sondern, ist ja da. Ja, haben Sie aber lange drauf gewartet, nicht? Ja, nee, er hat nicht mal drauf gewartet. Ja, ich habe nicht drauf gewartet, ich hatte zu tun. Ich musste aber es ist eigentlich alles furchtbar einfach gewesen, muss ich sagen. Ja, ich meine, gerade nur noch dadurch, dass ich dann die Position ja als Professor hatte, war die finanzielle Sicherheit gewährleistet. Ja, und ich hatte freie Bewegungsmöglichkeiten. War doch alles bestens. Das ist dieses habe ich ausgenutzt. Schöne Situation, aber Sie haben es gut ausgenutzt. Ich meine, gucken Sie mal, diese da drüben in dem hinteren Raum, diese Dokumentation über Haus und Archiv und Garten von Hanna Höch. Nun ist er zufällig der Neffe von Hanna Höch. Das können wir auch gleich wieder vergessen. Er hat dort in der Nähe gewohnt, in Heiligensee, und wusste sie es. Das war dann nach. Ach, Sie sind erst später dahin. Aber Sie haben auf jeden Fall irgendwie, als Sie gehört haben, die Tante ist gestorben, waren Sie sofort da. Und zwar nicht als Nachlassgeier, sondern als jemand, der sich gesagt hat, das muss jetzt dokumentiert werden in dieser Einmaligkeit.
Ich bin ein Jahr vorher ungefähr dort gewesen und war sehr beeindruckt von der alten Dame und von dem Archiv und von allem, was sie zeigte, aber ich hatte nicht den Impuls, ich muss jetzt sofort jemanden hinschicken. Nee, aber er hat es gemacht. Und ja. Diese Bilder sind von einem ganz, ganz großen kunsthistorischen Wert auch. Die sind also in der Berlinischen Galerie, wo ich ja früher auch gearbeitet habe. Und ich freue mich, dass mein Nachfolger hier sitzt, Ulrich Domröse, der die Geschichten natürlich inzwischen besser kennt als ich. Und dieses Archiv, diese Dokumentation, die Sie gemacht haben über den Zustand des Hauses und des Nachlasses und so weiter, der Schubladen von Hanna Höch, sind jetzt auch Teil der Berlinischen Galerie, liegen also bei diesem Archiv. Man kann also heute nachvollziehen, wie sie das alles verlassen hat. Und mit diesem Material haben Sie aber auch nichts gemacht. Also ich will darauf hinaus, dass das heute irgendwie anders aussieht. Das kann ja nicht nur sein, dass Sie sich gesagt haben, ich habe eine Professur, ich verdiene mein Geld, okay. Also ich kenne, dir wird es ähnlich gehen, wir kennen beide viele junge Leute, die können gerade mal die Kamera halten und dann fragen sie schon, wo ist ein Verlag, der da mal irgendwie eine Gesamtausgabe macht. Und das finde ich... Also, naja, gut. Es gab die Formulierung über die Arbeit meiner Tante, der Garten, das Haus und die Bilder seien als Gesamtwerk anzusehen. Und diesen Eindruck habe ich versucht festzuhalten. Mhm. Ja, das war's eigentlich. Da hängen zwei Bilder aus dem Garten und das eine zeigt den Giebel des Hauses, der total überwachsen ist von Efeu. Das ist so, als ob das Haus irgendwie ein mit den beiden Fenstern ein Auge ist, ein Kopf ist, wo die Olle Hanna Höch wie eine Hexe rausguckt und hier oben sind die Gedanken und die Fantasien. Und man kann es so sehen, es ist geradezu ein mystisches Bild, wenn man so will. Und ich bin aber nicht der Einzige, der das so erlebt. Dieses Bild hängt nämlich, Sie haben mir das mal geschenkt vor vielen, vielen, vielen Jahren. Das hängt in einem wunderschönen Silberrahmen bei mir zu Hause zwischen lauter Gartenbüchern und Gartenbildern. Und immer, wenn ich Besuch habe, stürzen die Leute auf das Bild zu und sagen, was ist denn das? Das ist ja, das ist ein Geisterhaus. Dann kommen sie oft irgendwie auf Frau Allende oder so etwas. Und ich wollte nur, Entschuldigung, ich habe ein bisschen lange geredet, aber mir fällt einfach immer wieder auf, dass Ihnen Bilder gelingen, so mit der linken Hand, die viel, viel mehr sind als das, was eigentlich, woran man denken würde, wenn jemand da eben mal ein Haus und einen Garten dokumentiert. Ne? Das kann man so machen und man kann es eben so machen. Er macht es eben so. Ganz einfach. Na gut. Man muss das tun, was einem selber Spaß macht. Wir sind Ihnen jedenfalls sehr dankbar, dass Ihnen genau diese Dinge Spaß machen, über die wir heute glücklich sind. Das freut mich auch. Das ist interessant, dass ich bei Ihnen da ein ganz großer Bogen ablesen lässt. Das erste Bild, wenn man in der Tür reinkommt, sagten Sie mir vorhin, wäre eines der frühesten für Ende der 50er Jahre dieser Häuser waren. Ja. Und Sie machen im Prinzip 30 Jahre später dort hinten in der Vitrine genau wieder dasselbe Bild. Sozusagen, als wäre nichts passiert in der Zwischenzeit, weil sie immer noch interessiert hat, diese Formen zu sehen. Das heißt, die großen Strömungen, Fotografiegeschichten, die das subjektive Sehen, was sie offensichtlich alles überhaupt nicht wahrgenommen haben, das ist genau der Beginn, und da könnten wir jetzt über Zeitgeister reden, nicht wahr? Dass jemand, auch wenn er das nicht alles kennt, in einer Zeit groß wird, wo es bestimmte Beeinflussungen gibt, und man zu einer über ein Denken auch zu einem ganz bestimmten ästhetischen Vorstellungen, zu einer Welthaltung kommen. Dass das aber nicht aufhört und dass sich das nicht erledigt, das ist die Haltung eines Amateurs, der liebevoll auf die Dinge guckt und nicht irgendwann sagt, das ist jetzt vorbei, so kann man heute nicht mehr fotografieren. Aber sind Amateure denn die wahren Freigeister?
Ja, viele Amateure, die Hälfte der Amateure, die Knipser waren eigentlich die Freigeister. Die Amateure haben sich ja irgendwann mit dem linken Auge geschielt, was angesagt war, wenn sie in irgendeiner Art und Weise mitspielen wollten, nämlich in ihren Fotoclubs und so weiter, in Erscheinung treten wollten. Das war aber nur die eine Seite. Es gibt diese Amateure, die mit so einer liebevollen Haltung anfangen, einfach ihre Welt, die Dinge, die sie interessieren, die sie schön finden und die nach eigenen Kriterien, nach einer Weltabbildung suchen, die nicht gespiegelt werden muss durch den Zeitgeist. Also das interessiert sie eigentlich gar nicht, die eine Hälfte davon. Ja. Vielleicht darf ich da noch was dazu sagen, denn ich wollte eigentlich wissen, was kann ich eigentlich? Das meiste, was wir lernen, lernen wir ja von anderen. Ob es jetzt die klassische Bildung des Schiller und Goethe und wir, ja, die großen Maler oder die großen Techniker, die diese und jene Entwicklungen machen, das nehmen wir ja von denen auf und verwenden es ja auch. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir leben eigentlich von den Sachen, die die Älteren, die vor uns gemacht haben. Ja, das gilt auch heute noch. Und ich wollte wissen, was kann ich denn? Und habe mich daran hochgezogen, zu sehen und schöne Bilder zu sehen, ja, die aufs Papier zu kriegen und das dann auch noch gut zu machen. Sie sind ein goethischer Typus, nämlich einer, der interessiert ist, der genau hinguckt und durch das genaue Schauen verstehen will. Ganz einfach. Da kann ich die Verwandtschaft etwas deutlicher machen. Ich habe einen Tag vor Goethe Geburtstag.